Der Fotojournalismus verwendet Ausdrucksformen der Fotografie, um Berichterstattungen gesellschaftlich relevanter Themen in bildhafter Weise darzustellen. Im Willy-Brandt-Haus, Parteizentrale der SPD, findet derzeit die Fotoausstellung Passages von Bruno Barbey statt. Wir, Studenten der DEKRA-Hochschule für Medien Berlin, wollen wissen, in welchem Zusammenhang die SPD mit der Ausstellung steht und ob sie sich in die Auswahl der Künstler und Bilder einmischt. Nein, muss ich sagen, das ist wirklich großartig hier, dass ich freie Hand habe. Es gibt natürlich einen Verein und wir sprechen über Themen. Da sind in diesem Verein sind auch SPD-Mitglieder, aber da gibt es keine Vorschriften. Wir fragen Klaus Tofer, Mitarbeiter des SPD-Parteivorstandes, wie die SPD dazu steht. Also der Freundeskreis ist eine unabhängige Institution, ein Verein, e.V., aber man redet miteinander und da, wo man miteinander redet, da kommt man auch zu gemeinsamen Ergebnissen. Welche Auswahlkriterien gibt es für die Arbeiten der ausstellenden Künstler? Man kann sagen, in jedem Fall müssen die Bilder ästhetisch hochwertig sein. In letzter Zeit spitzt sich das zu, weil irgendwie die Thematik ist so, also die Weltgeschichte ist so voller Konflikte, dass man um Konflikte fast nicht herumkommt. Aber zwischendurch, so wie zum Beispiel hier Bruno Barbey, ist es auch gut, mal eine sogenannte Normalität zu zeigen. Die Vielfalt seiner Themen und seine einfühlsame Bildsprache machen Bruno Barbey zu einem der erfolgreichsten Fotojournalisten der Gegenwart. Doch handelt es sich bei allen ausstellenden Künstlern um Fotojournalisten? Es sind viele, sagen wir mal so. Es sind viele Fotojournalisten, die aber ja die Grenze zu einem künstlerischen Ausdruck und zu dem reinen Fotojournalismus ist manchmal sehr fließend. Und so haben wir auch da ein breites Spektrum. Aber sagen wir mal, der Schwerpunkt ist schon bei den Fotojournalisten. Gibt oder gab es jemals negatives Feedback, dass diese Ausstellungen im Willy-Brandt-Haus stattfinden? Ich kenne kein negatives Feedback. Bisher wurde keine Stimme laut. Es wird natürlich in unserem Gästebuch schon mal werden Stimmen laut, die sagen, das gefällt mir nicht oder das war nicht so in dem Sinne des Themas oder das ist noch nicht genügend ausgezeigt worden, aber im Grunde, dass hier was stattfindet und dass das stattfindet, eher das Gegenteil. Also wir bekommen sehr viel positives Feedback, dass es toll ist, dass es diese Ausstellung hier gibt. Neben der Normalität zeigt Barbey beispielsweise auch brennende Ölfelder und Rauchsäulen nach Bombenangriffen, Bilder politischer Konflikte. Da die Ausstellungen im Hauptsitz der SPD stattfinden, stellt sich uns die Frage, ob dies negative Resonanz hervorruft. Ich kenne kein negatives Feedback, sondern im Gegenteil, wir integrieren ja viele Ausstellungen auch in unsere betriebliche Weiterbildung. Wir machen eine Kunstpause, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses gemeinsam mit dem Freundeskreis in die Ausstellung hineingehen und das wird wahrgenommen, wer möchte. Es gibt keinen Zwang dazu, es ist ein freiwilliges Angebot, das aber gerne wahrgenommen wird, denn bei der SPD ist ja auch aus Tradition immer Kunst, Literatur mit dabei. Darf Politik sich in den Fotojournalismus einmischen und diesen auf ihren Wunsch hin lenken und beeinflussen? Nein, das gehört zur Pressefreiheit. Beeinflussung oder die Fotografen verstehen sich ja häufig als Journalisten. Und insofern, das ist ein ganz großes Gebot, das wird nicht immer eingehalten. Aber es sollte auf keinen Fall Einfluss genommen werden. Und das wird hier, was das Haus angeht, auch wirklich vorbildlich eingehalten. Die Ausstellungen sind somit also völlig unabhängig von politischem Einfluss. Durch stetig wechselnde Künstler bietet das Willy-Brandt-Haus eine Vielfalt an Kunst und Kultur an, bei der für jeden etwas dabei sein sollte.